Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Dummheit muss man bestrafen, ja. Und ich wurde bestraft für meine Dummheit in der letzten Aufnahme, denn ich habe vergessen zu speichern, bevor ich Schluss gemacht habe. Ich musste alles nochmal spielen aus der kompletten Aufnahmesession, also die ging ja über 2 Stunden. Gut, es hat dann keine 2 Stunden mehr gedauert, weil ich natürlich wusste, was ich machen musste. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich beim Nachspielen des Spielstandes alles richtig gemacht habe, so wie es vorher war. Es kann sein, dass jetzt irgendwas unerledigt geblieben ist. Also ich habe wirklich nichts Neues gemacht, aber es kann sein, dass irgendwas unerledigt geblieben ist. Das werden wir dann sehen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Jedenfalls befinden wir uns jetzt wieder... Simon, nimm die Kopfhörer ab! Wir befinden uns wieder in der Goblin-Feste und wir kommen hier nicht weiter. Ich habe ja auch noch nicht weiter probiert dann. Ich habe mir aber Gedanken gemacht und zwar... Wir kommen hier ja nicht raus. Das heißt, wir sind auf das angewiesen, was wir im Inventar haben. Und da man sich ja nie sicher sein kann, was Simon nun genau so richtig im Inventar hat, muss das eigentlich bedeuten, dass wir nur Dinge benutzen können, die hier vorliegen. Und ja, da oben bei der Wache hatte ich ja schon alles durchprobiert gehabt. Das hat alles nicht funktioniert, deswegen vermute ich, dass wir irgendwas mit dem Druiden machen müssen. Ich habe bloß noch keine richtige Ahnung, was. Aber wir könnten uns ja mal durchprobieren. Wir sehen schon, das ist alles ein bisschen anders in der Reihenfolge. Das hat es aber irgendwie von sich aus so geordnet. Ich weiß nicht so genau, warum. Jedenfalls, wir können uns ja mal ausprobieren. Wir haben ja hier die Sachen hier, die Pfefferminzbonbons und bis zum Rattenknochen hin. Und wir probieren es einfach mal mit dem Brandeisen. Wir werden den Kerl mal ein bisschen verbrennen, würde ich sagen. Simon? Eine gute Idee, aber nicht sehr praktisch. Nicht? Ich find's gut. Also mir gefällt die Idee. Gut, probieren wir mal hier die Pfefferminzbonbons. Weiß nicht, was die bringen sollen. Das geht doch so nicht. Kannst du die mal bitte angucken? Eine Packung extra starker Pfefferminzbonbons. Extra stark. Soll heißen sehr scharf oder was? Weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll, aber der Druide scheint ja keinen Mundgeruch zu haben. Von daher probieren wir es mal weiter. Was haben wir noch hier? Der Rattenknochen oder so? Das geht doch so nicht. Dann halt der... Ja, das ich muss diesen verdammten Ring abziehen, sonst hält mich der verrückte Druide noch für einen Dämon. Wie jetzt? Da, mit einem Eimer? Kann ich bitte diesen Eimer über deinen Kopf stülpen? Was? Warum? Hast du so etwas wie einen Plan? Jawohl, ich habe einen Plan. Das ist schön, dass du den hast. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Warum stülpst du dem Druiden einen Eimer über den Kopf? Kannst du mir das erklären? Das ist mir gerade zu hoch. So, und jetzt? Ich glaube nicht, dass er mich hören kann. Toll, er schläft auch schon wieder. Hat er jetzt auch eine schöne Augenbinde? Ach, hier ist ein Loch drin. Das Loch ist kreisförmig und... Ach so. Das Loch ist kreisförmig und wir sollen ihm einen Vollmond vorgaukeln. Jetzt habe ich das erstmal kapiert. Ach so... Also werden wir dann wahrscheinlich das Leuchtendes davor halten müssen, zum Beispiel das Brandeisen. Jawoll, sehr schön. Schön. Ich verstecke mich besser, bis er zurückkommt. Ich werde den Ring anziehen. Tu das, Simon, tu das. Die Was? Batterien scheinen leer zu sein. Du und besser die anderen. Oh, meine Güte! Ja, wo willst du dich verstecken hier? Da geh ich nicht hinein. Geh in die eiserne Jungfrau! Komm schon! Oh, extreme Akupunktur! Okay. Ich glaube, mein Heuschnupfen ist geheilt! Ich komme jetzt rein, also Blendchen mal. Aha! Ach, die kommen von da! Ich dachte von oben! Ich kann niemanden sehen. Nein, hier drin ist niemand. Hinter dir! Was? Oh. Nicht mehr witzig. Zur Strafe wirst du eine Woche lang abwaschen. Bitte nicht, Captain! Gnade! Wir brauchen dringend einen neuen. Ich habe das gehört, Captain. Ja, sehr degeneriert, die Freunde. Das ist ja...
Tage verstreichen und da ist der Frosch. Ich fass es ja nicht. Das ging jetzt schneller, als ich dachte, mit dem Lösung finden hier. Das sind ja auch ein paar degenerierte Hunde, oder? Also wie die hier so rumkriechen. Gut, dann wollen wir mal, öffne bitte mal die Jungfrau. Das war ganz schön heiß. Ich brauche einen Drink. Also Simon hat jetzt tagelang in der eisernen Jungfrau verbracht. Okay. Das ist interessant. Kannst du mit dem reden? Nee, nicht mit der... Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Du solltest ja eigentlich auch mit dem Frosch reden, aber den scheinen wir gar nicht anwählen zu können. Gut, dann nehmen wir einfach mal die Säge ab. So, wunderbar. Können wir jetzt vielleicht die Säge benutzen, um die Gitterstäbe zu beseitigen? Ah, sehr schön. Wie durch warme Butter. Okay, passen wir da durch? Ja, sehr schön. Hier kommen wir also raus, alles klar. Okay, das Doppelportal, ist das jetzt das Portal, das wir drinnen auch hatten? Ich glaube, die muss man von innen öffnen. Ja, toll. Gehen wir noch mal kurz rein. Also wir sind jetzt endlich wieder in Freiheit, das ist schon mal super. Ja, das ist die bestimmt, oder? Kannst du die jetzt öffnen vielleicht? Sie sind versiegelt. Ah. Können wir jetzt vielleicht nach oben gehen? Ich will mich doch hier mal ein bisschen umschauen. Ich gehe hier nicht raus ohne den Ring. Ach. Hast du den noch? Ja. Aber der hat ja keine Batterien mehr, ne? Die Batterien scheinen leer zu sein. So ein Mist. Okay, lass ihn trotzdem aufgesteckt, einfach nur der Schönheit halber. Was können wir jetzt tun? Wir haben einen befreiten Druiden, den wir wahrscheinlich irgendwo finden müssen, nehme ich mal so an. Wir haben unser Zauberbuch, genau. Mit dem Zauberbuch will ich jetzt erstmal ins Dorf gehen. Kann auch sein, dass ich mich da irre, weil ich das irgendwie so aus der Prolog-Szene irgendwie so in Erinnerung habe, dass Simon dort rumkriecht, aber... Ich bin der Meinung, dass man irgendwas in Kalypsos Hütte mit dem Buch machen muss. Ich meine, da ist auch so ein Pentagramm auf dem Boden. Das wäre ja... Mach doch nicht so einen Krach, kleiner Schmied. Das wäre ja irgendwie schon einleuchtend, finde ich, wenn wir irgendwas mit dem Pentagramm auf dem Boden machen könnten hier. Das ist ja geradezu prädestiniert, um hier Zauberanwendungen durchzuführen. Okay. Wo hab ich's denn? Ach so, ich bin bescheuert. Da oben ist es doch. Okay, benutze das Zauberbuch. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Schade. Hat mir nicht so ein... Hier ist dieser Zettel. Genau, können wir den benutzen vielleicht? Nee, nicht mit irgendwas. Ich will den einfach nur benutzen. Es ist über und über mit Symbolen versehen. Anscheinend wollte jemand mein Zauberbuch benutzen. Okay, wir können nichts mit dem Zauberbuch machen. Wir sind ja auch noch kein Magier, fällt mir gerade ein. Ach, das ist ja auch blöde. Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Was haben wir noch für offene Baustellen? Wir haben noch im Gebirge den Schneemann. Da können wir mal gucken, ob wir vielleicht jetzt noch irgendwas vielleicht doch mal finden hier, was wir benutzen könnten. Wir haben noch diese seltsamen magischen Worte, mit denen weiß ich auch noch nichts so richtig anzufangen. Da müssen wir auch noch irgendeine Verwendung für finden. Weiß ich jetzt noch keine. Aber werden wir bestimmt noch. Okay, Steigeisen hoch. So langsam nähern sich auch die meisten Handlungsstränge hier dem Ende. Das heißt, ich vermute, wir sind schon relativ weit fortgeschritten im Spiel. So, Meister Schneemann, was können wir mit dir machen? Wir müssen dir immer noch Feuer unterm Hintern machen. Haben wir nicht... Wir haben... Wo ist denn dieses Brandeisen? Hast du das noch? Ah, nee, das hat er weggetan. Shit. Ich wollte den Kerl jetzt eigentlich mit dem Brandeisen wegschmelzen, aber... Mist. Nicht mehr da. Okay. Die anderen Sachen hatte ich soweit schon probiert. Wir können ja mal die Säge probieren. Das geht doch so nicht. Ach, wenn du ihm die Arme absägst und ihn dann einfach umtrittst, dann geht das schon. Du musst es nur wollen. Okay, können wir vielleicht hier Magie einsetzen? Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Ich glaube, das Zauberbuch schleppt mir einfach bloß sinnlos mit uns rum. Okay, die anderen Gegenstände hatte ich soweit schon alle durchprobiert. Wir haben noch die neuen Gegenstände, von denen sind nicht mehr viele da.
die wir noch benutzen könnten hier. Das geht doch so nicht. Okay, vielleicht der Rattenknochen? Das geht doch so nicht. Die... Ach so, Idee, das könnte klappen. Das geht doch so nicht. Schade. Ach nee, nicht benutze, sondern verzehre. Ah, Spitze. Genau. Jawoll. Na, so lobe ich mir das doch, Simon. Wow, heißes Zeug. Genau, weil es doch so extra scharf ist. Deswegen dachte ich mir das jetzt, da könnte ja vielleicht auch ein bisschen Feueratem rauskommen. Okay, dann haben wir den Schneemann beseitigt. Der ist gleich mit Zylinder und Karotte verschwunden. Und wir kommen weiter. Und das sieht verdammt stark nach Sordids Festung aus. Wir nähern uns dem Ziel, dem Turm des Schicksals. Hey! Huch? Wie typisch! Gerade als ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Na toll, was soll denn das, Simon? Kannst du nicht mal irgendwas ganz lassen? Wie kommen wir denn jetzt weiter? Können wir vielleicht... Haben wir hier irgendwas, wo wir... Nee. Ich dachte jetzt, wir können vielleicht mal hier das Seil und den Magneten benutzen, um das irgendwie dran zu werfen, aber... Tja, das ist schlecht. Wir haben noch diese Drachenhöhle, mit der man irgendwas machen muss. Da bin ich mir sicher, mit diesem Stein, der da oben dran hängt. Aber jetzt erstmal hier kommen wir offenbar nicht weiter. Das hat uns jetzt wahnsinnig viel gebracht. Sie sind groß, schwer und verzaubert. Toll. Gut, also wir haben Sordids Festung gefunden, aber wir kommen nicht rein. Also müssen wir wahrscheinlicherweise vorne noch alles fertig machen im restlichen Teil des Spiels. Wir haben noch Geld zu bezahlen bei den Zauberern, um denen den Mitgliedsbeitrag, das Abonnement zu bezahlen, damit wir endlich Magier werden. Damit können wir wahrscheinlicherweise wir können die Hexe besiegen, um den Besen zu erlangen, wahrscheinlich. Und Besen können fliegen, also die Besen von Hexen. Die Frage ist bloß, wo kriegen wir das Geld her? Und die einzige Lösung, die mir einfällt, ist eben bei dieser Drachenhöhle. Aber wir kommen dort nicht ran. Ich weiß nicht, was wir dort machen sollen. Simon, hör doch bitte mal auf, ständig Musik hören zu wollen, wenn ich hier rede. Vielleicht ist es ja wichtig, du könntest mir ja mal zuhören. Du hättest jetzt auch nicht zurückgehen müssen unbedingt, aber okay. Gut, wir können uns ja nochmal den Turm angucken. Irgendwie glaube ich, dass die keine Besucher wollen. Meinst du? Ich finde, er sieht sehr einladend aus. Also wir müssen irgendwie bei dieser Drachenhöhle hochkommen, aber die Gegenstände, die wir haben, die funktionieren offenbar alle nicht. Es sei denn, wir können noch irgendwie... Moment, ich will noch mal in die Zwergenmine gehen und mal gucken, ob wir dort vielleicht irgendwie an Dingens rankommen können. An noch einen Edelstein. Das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt. Immerhin hat es ja schon einmal geklappt. Vielleicht kommen wir dort auch weiter. Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst. Ja, Entschuldigung. Aber ich bin ein Zwerg. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Also verzieh dich. Ich hab ihn abrasiert. Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Ja. Ich konnte es nicht wegklicken. Tut mir leid, kleiner Holzwurm. Ich habe natürlich vergessen, meinen Bart anzulegen. Trage Bart. Auf ein neues. Oh, wow, sehr hilfreich. Kratz nur ein wenig. Ja, auf ein neues in die Mine. Hallo, mein Freund. Hallo. Wie lautet das Passwort? Bier. Ist es Bier? Du kannst rein. Na endlich. So, sind wir drin? Ich will hier weiter. So, den Stab können wir immer noch nicht mitnehmen, ne? Wäre zu schön. Wache! Ich weiß auch nicht, was wir mit dem sollten, aber naja. Zeit für einen scharfen Abgang. Wo ist dieser faule Kerl? Er macht wohl gerade wieder Pinkelpause. Der Zwerg mit den ungesunden Augen regt sich immer noch auf und hier ist immer noch Krach angesagt. Warte mal, was können wir denn... Warum ist... Das ist ein Haken, der an einem Seil befestigt ist. Warte mal. Nein! Ernsthaft! Ernsthaft! Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, ich will trotzdem erstmal probieren. Quatsch.
benutze. Welcher ist denn das? Der Schlüssel? Ja, ich glaube. Ach, Kerl, du machst mich fertig mit deinem Gebore. Nein, das geht doch so. Ja, aber der falsche Schlüssel. Verzeihung. Benutze den Schlüssel. Ah, dieser Krach. Sie müssen die Schwester ausgetauscht haben. Ach, still. Okay. Oh, weg hier. Bloß weg hier. Boah, das ist der nervigste Bildschirm im ganzen Spiel, ganz ehrlich, der ist ja schrecklich. Okay, die haben die Schlösser ausgetauscht, das bringt uns offenbar nichts, aber wir haben einen Haken gefunden. Das ist ja auch spitze. Okay, Haken.